Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Ratio VfL Ulm gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Das Ratio VfL Ulm mit 76 zu 67 gewinnt. Raul Korner, Head Coach der Basketball-Löwen Braunschweig, mit dem ersten Statement zum Spiel. Ich hoffe, man hat meine Stimme schon. Zunächst einmal Glückwunsch an Thorsten und seine Mannschaft zum letztendlich verdienten Sieg. Wir haben über 36 Minuten ohne zu glänzen das Spiel kontrolliert, haben immer wieder durch kleine Undiszipliniertheiten den Rhythmus verloren, konnten aber dann immer wieder auch die Blutung stillen sozusagen und wieder zurück ins Spiel finden, teilweise durch Aktionen am defensiven Ende, teilweise auch durch Aktionen am offensiven Ende. Doch dann kamen die letzten 4 Minuten und da war all das, was uns die ersten 36 Minuten stark gemacht hat und all das, was wir, all die Fehler, die wir in den letzten Spielen gemacht hatten, die wir in den ersten 36 Minuten nicht begangen haben, kamen plötzlich ein nach dem anderen. Also ich hätte wahrscheinlich 37 Timeouts gebraucht in der Phase und das wäre zu wenig gewesen. Letztendlich keine Rebounds, keine Defensive Stops mehr, offensiv zu chaotisch, zu hektisch, keine Freiwürfe getroffen und in den letzten 4 Minuten zerfallen wie ein Sandkuchen. Und das ist nicht die Art und Weise, wie wir aus dem Spiel rausgehen sollten. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie wir es eigentlich verdient hätten, aus dem Spiel rauszugehen, da ich denke, dass wir aber, wie gesagt, 36 Minuten sehr anständig gespielt haben und ein zumindest ebenbürtiger Gegner waren. Aber die letzten 4 Minuten haben halt auch gezeigt, dass wir einen langen Weg vor uns haben, wenn wir in irgendeiner Weise Anspruch auf die ersten 8 erheben wollen. Jetzt beschäftigen wir uns ohnehin mal mit anderem. Nochmal Glückwunsch an Thorsten. Und wir werden wieder zu dem zurückkommen, was uns eigentlich bisher stark gemacht hat, nämlich die letzten Minuten mit viel Disziplin und mit viel Kopf zu finishen. Danke. Vielen Dank, Thorsten. Vielleicht gehst du direkt auf diese Schlussphase ein, diese 4 Minuten. Was hat deine Mannschaft da besser gemacht oder so gut gemacht, um diesen hartnäckigen Gegner doch niederringen zu können? Du hast ja vermutet, ob ich darauf direkt eingehe. Das tue ich nicht. Ich möchte mich erstmal bei Raul bedanken für die Glückwünsche. Und man könnte eigentlich meinen Text von der Pressekonferenz in Braunschweig 1:1 kopieren. Ich sage es gerne vor heimischer Presse, dass ich sehr, sehr großen Respekt vor der Art und Weise habe, wie Braunschweig auftritt. Das konnte man heute wieder sehen. Und ich stimme Raul zu, dass letztlich die Kontrolle über das Spiel deutlich eher bei ihnen lag, die ersten 36 Minuten, als bei uns. Und allein dafür muss man ihnen ein ganz großes Kompliment machen. Wir haben, denke ich, aus dem ersten Spiel gelernt, aber letztlich nicht genug. Wir haben es erneut nicht geschafft, mit der gleichen Physis die Partie anzugehen, die einem entgegengebracht wird von Braunschweig. Da waren sie präsenter, was man beim Rebound gemerkt hat. Und es hat wirklich drei Viertel lang haben wir nicht mit der nötigen Konsequenz agiert. Dann muss man allerdings sagen, was wir in den letzten 10 Minuten in der Defensive gezeigt haben, ist beeindruckend. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, war es wichtig, oder sehe ich es vielleicht einen Tick anders als Raul, es waren nicht nur die letzten 4 Minuten, sondern das komplette letzte Viertel, wo wir defensiv richtig stark gespielt haben. Offensiv konnten wir das vielleicht noch nicht ganz so ummünzen, aber ich glaube, Keaton Grant hat im letzten Viertel keinen Punkt mehr gemacht. Da hat Taylor Brown unglaublich viel Energie aufs Feld gebracht. Und Perry Henry hat im letzten Viertel meiner Meinung nach Derek Needham unglaublich stark verteidigt, hat ihm wirklich den Zahn gezogen und Needham hat dann trotzdem auch nicht schlecht gespielt, aber Perrier war einfach dominant in den ganzen letzten 10 Minuten. Und dann ist es eine Frage der Zeit, wann wir das Momentum kriegen. Es hat zwar noch 6 Minuten gedauert, aber wir hatten es dann die letzten 4 Minuten und es ist schön, dass uns so eindrücklich gezeigt wird, dass eine gute Verteidigungsleistung dann automatisch dafür sorgt, dass es auch offensiv besser funktioniert. Wir haben uns Schnellangriffspunkte erarbeiten können, wir haben uns zweite Chancen erarbeiten können und das kommt, wenn man diese Intensität aufs Parkett bringt, die wir im letzten Viertel gespielt haben. In dem Zusammenhang möchte ich auch den Fans ein sehr großes Kompliment machen. Das war das Lauteste, was wir diese Saison hier in der Halle erlebt haben und das spricht wieder für die Fachkenntnis unserer Zuschauer, unserer Fans.
Denn die Energieleistung, die von Perrier und von Taylor ausging, die wurde honoriert und daraufhin fühlten sich die Fans auch in der Lage, wirklich alles zu geben und die gesamte Mannschaft zu pushen. Und die Welle, die durch die Halle ging, die war beeindruckend. Und es ist schön, dass wir unsere tollen Fans mit einem Sieg beschenken konnten. Dankeschön. Bei Fragen bitte kurzes Handzeichen, dann gibt es ein Mikrofon. Ich habe eine Frage an den Gästetrainer. War es die letzten vier Minuten, dass Needham und Grant vier Fouls hatten, dass sie sich dann etwas zurücknehmen mussten? War das auch ein Knackpunkt? Ja, es hat zunächst einmal keinen Grund, den Ball wegzuschmeißen. Also am defensiven Ende mag es wohl sein, dass uns da vielleicht ein bisschen die Aggressivität abhanden gekommen ist. Auf der anderen Seite, beide Spieler, glaube ich, sind smart genug zu wissen, dass sie dann trotzdem physisch das Ganze fortführen. Also mag vielleicht eine Rolle spielen, aber das hätte keinen Grund in der Offensive gehabt, hier die Struktur zu verlieren. Ich teile hier die Meinung von Thorsten, die hier dann einfach diesen Schritt nach vorne noch gemacht haben in der Intensität in der Defensive. Und da muss man halt umso disziplinierter sein, umso exakter sein auch. Da muss das Timing passen, da muss man wirklich, also jeden Block exaktest ausführen, und wir waren ein wenig zu hektisch, und ich denke nicht, dass diese Hektik mit den Fouls was zu tun gehabt hat. Jetzt weitere Fragen an die beiden Trainer. Ich habe was Fragen an beide Trainer. Ich glaube, beide Trainer können heute nicht mit der 3-Punkte-Wurf-Prozentzahl leben. Ja, mit 38, das ist okay, aber bei Ulm natürlich, das war heute Leibernath. Man hat so das Gefühl gehabt, dass kein Spieler sich mehr so richtig getraut hat, einen Dreierwurf zu nehmen. Also der wichtigste Dreier war im letzten Viertel, das war der von Per Günther, und der war drin. Der hat sich getraut, und ich sehe nicht, dass man auch weiter auf Teufel komm raus Dreier versuchen muss, wenn sie nicht fallen. Wir haben im Zwei-Punkt-Bereich klare Vorteile gehabt, die haben wir versucht auszunutzen, und da ist es nur konsequent, dass man da hingeht. Überhaupt tue ich mich so ein bisschen mit diesem Journalistenethos schwer, dass man immer das Haar in der Suppe sucht. Ich würde deutlich lieber gerne über Perrier Henry länger reden, über Taylor Brown länger reden, über die guten Leistungen. Ja. Dass wir heute nicht getroffen haben, das Spiel trotzdem gewonnen haben, ist beeindruckend. Wir haben auch schlecht Freiwürfe geworfen und trotzdem haben wir einen Weg gefunden, und das ist der guten Defensivleistung, gerade von den beiden Spielern geschuldet. Ich denke auch, Raymar Morgan hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Meinetwegen reden wir über die noch ein bisschen. Ja, also wie gesagt, 39% ist Party in Braunschweig, also das ist für uns nicht selbstverständlich. Man muss vielleicht noch eines dazu sagen, also zum einen sind wir jetzt kein Team, das in erster Linie den Abschluss von außen sucht, also wir sind kein Shooting-Team. Auf der anderen Seite, ich denke, dass Thorsten ganz gut leben kann, wie er gesagt hat, mit 14% vom Freiwurf für ein Team, das eher als Shooting-Team bekannt ist, trotzdem ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben, genauso wie ich letzte Woche damit leben konnte, mit einem unterirdischen Wurfprozentsatz Alba Berlin zu schlagen. Kommt von Journalisten auch immer nur die Frage, ja, wer werft so schlecht, und die werfen so schlecht. Das hat ja also einen Grund. Und es hat auch einen Grund, warum heute die Werfer von Ulm weniger frei waren, als sie das letzte Woche waren. Und es hat vermutlich auch einen Grund, dass Keaton Grant in der entscheidenden Phase weniger frei war. Also wir wissen schon ein bisschen, was wir tun da in unseren Anzügen, und schauen natürlich auch, dass wir entsprechend die Stärken des Gegners wegnehmen. Ich trage auch sowas und will dem nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und guten Nachhauseweg.